Zauberer Caillou. Danke, Omi. Sieh mal, Rosie. Caillou freute sich, wenn Omi zu Besuch kam. Sie dachte sich immer so lustige Sachen zum Spielen aus. In welcher Hand ist wohl der Luftballon? In der da. Da. Weggezaubert. Wo ist er hin? Da ist er. Ich sehe schon, du hast meinen Trick durchschaut, Gilbert. Du hast ihn fallen lassen, als du die Hände hinter dem Rücken hattest. Bringst du mir bitte auch einen Zaubertrick bei? Oh, möchtest du auch ein Zauberer sein, Caillou? Ja, Rosie kann mir doch helfen und dann führen mir den Trick Mami und Papi vor. Ja! Caillou und Rosie waren von der Idee, sich eine Zaubervorführung auszudenken, hellauf begeistert. Nur wollte Caillou auch wie ein echter Zauberer aussehen. Omi, ich brauche einen Umhang und einen Zauberstab. Ich glaube, wir finden hier im Haus irgendetwas Geeignetes. Sehen wir mal nach. Was meinst du, wie wär's damit als Zauberstab? Das ist ein Strohhalm. Caillou zweifelte daran, ob ein Strohhalm das Passende war. Rosie, durstig! Abracadabra, abracadaft! Holen wir der kleinen Rosie einen leckeren Saft. Möchtest du auch einen Caillou? Nein, danke, Omi. Ich suche lieber nach einem Umhang. Caillou, was? Seht mal, ich habe einen Umhang gefunden. Ach du meine Güte. Zauberei. Das ist keine Zauberei, Rosie. Das ist Gilbert. Aha, sogar Gilbert kann schon ein paar magische Zaubertricks. Aber bevor wir jetzt weiter zaubern, sollten wir die Handtücher aufräumen. Gut, Omi. Komm, ich zeige dir, wie man sie faltet. Vielen Dank, Caillou. Fangen wir jetzt mit unserer Zaubervorführung an? Erst brauchst du noch etwas ganz Wichtiges. Caillou hatte schon einen Zauberstab und einen Umhang. Er wusste nicht, was er sonst noch brauchen könnte. Ja, den Zylinder hat Papi bei der Hochzeit mit Mami getragen. Er hat sicher nichts dagegen, wenn du ihn dir ausleihst. Und wie sehe ich aus? Zauberhaft. Du siehst wie ein ganz echter Zauberer aus. In welcher Hand ist der Ball, Rosie? Da! Ball! Das ist meiner, Gilbert. Vielleicht funktioniert dieser Trick nicht so gut mit einem Gummiball. Vor allem, wenn Gilbert in der Nähe ist. Zaubere doch einfach etwas anderes weg, zum Beispiel deinen Hasen. Nein, etwas viel Größeres. Größeres! Wie wär's denn, wenn ich Rosie wegzaubere? Versteck dich hinter dem Umhang. Wenn ich den Zauberspruch sage, krabbelst du ganz schnell unter den Tisch, okay? Eine tolle Idee, Kinder. Und wenn wir noch ein Tischtuch auf den Tisch legen, sieht niemand, dass sich Rosie dort unten versteckt hat. Ich hole schnell eins. Abracadabra! Los, Rosie, versteck dich jetzt unter dem Tisch. Nein, Rosie, du musst dann sofort unter den Tisch krabbeln. Hier, pass mal auf. Abracadabra! Caillou, Kuckuck! So, die passt doch perfekt. Was ist mit eurem Publikum? Zu krabbeln heißt Abracadabra. Abracadabra! Gilbert, du vermasselst mir meinen Trick.
Na, wie geht's meinen kleinen Zauberern? Omi hat erzählt, ihr habt einen Zaubertrick eingeübt. Können wir ihn sehen? Caillou wusste nicht so genau, ob der Zaubertrick klappen würde, aber er wollte sein Bestes versuchen. Also gut. Fantastisch. Wo hast du sie hingezaubert? Ich hoffe, du zauberst sie auch wieder zurück. Wir haben euch nämlich einen Happen zum Essen vorbereitet. Caillou wusste nicht, was er tun sollte. Er hatte nicht geübt, Rosie zurückzuzaubern. Abracadabra! Rosie, komm zurück! Rosie, komm zurück! Gut gemacht, Caillou. Und du auch, Rosie. Bravo! Was halten meine kleinen Zauberer davon, wenn wir jetzt in die Küche gehen und was essen? Ich kenne noch einen Zaubertrick. Ich kann mein Essen verschwinden lassen. Abracadabra! Vielen Dank! Es wird kalt draußen. Gut, dass wir für unsere Geschichte hier im Warmen sitzen. So, sehen wir mal nach, was Caillou heute vorhat. Unsere Geschichte heißt Der Herbst ist da. Caillou und Rosie hatten so viel Spaß, dass sie nicht mal bemerkten, dass Papi und Mami sie beobachteten. Caillou, Rosie. Na, ihr zwei, habt ihr viel Spaß? Mami, Papi, spielt mit uns. Papi! Oh nein! Du hast ein Blatt weggepustet. Zeig mir ein rotes Blatt, Rosie. Richtig, gut gemacht. Hier ist ein gelbes, Mami. Und hier noch ein rotes. Vielen Dank, Caillou. Und vielen Dank, Rosie. Caillou gefiel es, den ganzen Tag mit seiner Familie im Laub zu spielen. Langsam ist es Zeit fürs Abendessen. Kommt mit rein, ihr zwei. Ich räche den Rest zusammen. Caillou hatte so viel Spaß, dass er nicht wollte, dass es schon vorbei war. Er wünschte sich, dieser besondere Tag würde nie zu Ende gehen. Darf ich draußen bleiben und Papi helfen? Klar, das ist eine tolle Idee. Juhu! Das sind ja noch schrecklich viele Blätter. Meinst du, wir schaffen das? Ja! Gern Laub zusammen. Oh, das ist ganz schön harte Arbeit. Aber mit dir zusammen macht es Spaß. Caillou half seinem Papi gern, aber genauso gern spielte er. Er stellte sich vor, die Blätterhaufen wären große Häuser einer Stadt. Ich will in dem hier wohnen. Caillou hatte so viel Spaß, mit seinen Blätterhäusern zu spielen, dass er gar nicht merkte, dass es schon fast dunkel war. Papi, sieh dir mal mein Haus an. Wahnsinn, das ist ja toll. Hast du es ganz alleine gebaut? Ja. Kommt rein, ihr zwei. Das Abendessen ist fertig. Papi, das war ein lustiger Tag. Das finde ich auch. Ich liebe es, wenn ich meine ganze Familie um mich habe. Ich auch.
Habt ihr alles zusammengerecht? Ja, es war sehr viel. Ich habe eine Blätterstadt gebaut. Caillou hat mir wirklich sehr geholfen. Hey, was hast du da auf dem Kopf? Oh. Ha 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 ha!